Hallo, liebe Benutzer, heute ist meine Medienkritik auf den Eulenspiegel Satiremagazin ausgerichtet, und zwar, weil ich ein Maler bin und weil im Eulenspiegel die Malerei ständig gewürdigt wird und auch sehr witzig ist. Und zwar möchte ich mal sagen, ich bin zu erreichen hier immer. Hallo? Unter meinem Kanalnamen Dietmar Mö. Ein Wort. Und zwar sowohl bei WordPress wie auch bei YouTube. Und komme jetzt zu den Inhalten der Medien, die ich alle durchgesehen habe. Internet, Fernsehen und was es so gibt, ist in meinem Begleittext immer zu finden unter dem Lichtgeschwindigkeit Nummer 577. Heute, Mittwoch, 13. Oktober, hier am Beispiel der Süddeutschen Zeitung von heute aus München und der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Beide Zeitungen haben die Hauptbotschaft der Nachrichtenlage von heute: Deutschland erhält Sitz im UN-Sicherheitsrat. Und Frankfurter Allgemeine Zeitung führt dazu aus: Deutschland in Sicherheitsrat gewählt. Und da geht es dann schon etwas näher. Das ist dann mein Thema, das ich auch kritisieren werde. UN-Vollversammlung in New York für die Jahre 2011 und 2012 zum nicht ständigen Mitglied des UN-Sicherheitsrats gewählt. Berlin erhielt schon im ersten Wahlgang die nötige Zweidrittelmehrheit von 128 von 192 UN-Vollversammlungsstimmen. Muss man sich mal vorstellen, von der gesamten Welt, von allen Staaten, die Mitglied in der UNO sind, haben nur 128 für Deutschland gestimmt. Im Vergleich dazu Indien 187, Kolumbien 186, Südafrika 182 und so weiter. Also das deutsche Ansehen in der Welt wird hier vertreten, immer wenn es um weniger imposante Angelegenheit geht, durch unseren Karriereherrn Westerwelle. Und dazu hier mein Beitrag: Weihnachtsabonnement, Verschenkabo des Eulenspiegel Satire-Magazins empfehle ich hiermit alleine wegen der Malerei, die da drin ist, von Arno Funke. Arno Funke ist auch bekannt als der Dagobert-Künstler. Der ist seit Jahren verbunden und ist wirklich ein versierter Bildermacher. Die Techniken sind nicht ganz nachvollziehbar. Er malt das nicht nur, es ist sicherlich auch mit Computer bearbeitet und so weiter. Aber jedenfalls sehenswert, immer Arno Funke hier, der Bundesaußenminister Westerwelle. Und mein Thema also bei der Süddeutschen Zeitung: Deutschland erhält Sitz im UN-Sicherheitsrat, geht dahin, dass wir feststellen müssen, dass Deutschland natürlich nicht zu den fünf ständigen Mitgliedern des Sicherheitsrats gehört. Das sind die USA, England, Frankreich, Russland und China. Das sind die Weltmächte, die eine Technik haben. Sie haben das Recht, Veto einzulegen, egal was bei der UNO beschlossen wird. Darf eine der fünf Nationen Veto einlegen, das heißt, sie können mit der Gegenstimme alles verhindern. Das ist quasi das Entscheidende. Aber Deutschland ist nun im Kreis der nicht ständigen Mitglieder, das sind 15 Staaten. Und dafür hat man dann auch den Außenminister, der dort in der Versammlung sitzt und auch den Stimmzettel abgeben darf. Und der hat also dann eine Pressekonferenz gegeben, der Herr Westerwelle, und die Süddeutsche Zeitung kommentiert das hier auf Seite 4, indem sie letztlich sagt, er konnte eigentlich dabei nicht viel gewinnen, denn diese Geschichte gab es schon. Deutschland war zweifach schon nicht ständiges Mitglied und konnte dabei gar nichts ausrichten. Aber er konnte viel verlieren, denn wenn sie jetzt durchgefallen wären bei dieser Wahl, dann hätte es ja schlecht ausgesehen für ihn. Insofern sagt der Kommentator der Süddeutschen Zeitung dann hier: Wer im Falle einer Niederlage Westerwelle gegeißelt hätte, sollte ihn nun fairerweise loben. Ja, das fällt mir nur nicht ein, ihn zu loben, weil es wirklich gar nichts zu loben gibt, insofern, dass der Herr Westerwelle nun also in seiner Pressekonferenz uns mitgeteilt hat, dass das Ziel seiner Arbeit als nichtständiges Mitglied,
für Deutschland Stimme im UNO-Sicherheitsrat einzunehmen, bestünde darin, dass diese Struktur des Sicherheitsrates verändert werden soll. Und zwar wird gesagt, es müsste ja auch ein ständiges Mitglied Afrika drin sein und es müsste ein ständiges Mitglied Südamerika oder wie man auch sagt Lateinamerika drin sein. Nun sind diese Erdteile zwar drin, ähnlich wie Deutschland, Europa, aber Westerwelle ist nicht eingefallen zu sagen, ja, dann müsste auch Europa mit einer Stimme drin sein. Das hieße aber, dass alle anderen Mitglieder Europas, wie jetzt insgesamt 5, neben Deutschland auch Portugal und so weiter, dass die natürlich auf ihre eigene Stimme verzichten müssten. Also dieses alles klingt nicht überzeugend. Einerseits. Andererseits kritisiere ich an Westerwelles Pressekonferenz, dass er politisch, thematisch, inhaltlich gar nichts gesagt hat. Und da verlange ich als Oberpirat, dass etwas gesagt würde von der sexuellen Revolution, dass Frauen ohne Männer und ohne Sexus Nexus die Nachkommenschaft selbst organisieren können, was es noch niemals in der gesamten Naturgeschichte gegeben hat. Und andererseits die IT-Revolution, in der die gesamte Lebensweise der ersten Welt völlig verändert ist, virtuell abgekoppelt von den sinnlichen Wahrnehmungen. Ein hohes, brisantes politisches Thema findet bei Westerwelle genauso wenig statt, wie es beim Bundespräsidenten Wulff stattfand oder wie es bei dem in meinen Augen wirklich schmierigen Kriegsminister Gutenberg nicht stattfand. Dazu komme ich jetzt nämlich. Und zwar das Bild, was ich hier gestern gezeigt habe. Dieses Bild, Gutenberg als großer Kopf vor den ganzen kleinen Köpfen Merkel und so weiter, ist eine Annonce in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung gewesen, eine zweiseitige Annonce für den Spiegel. Also Gutenberg wird uns hier von allen Medien, Spiegel hier, neben Axel Springer Verlag, Bildzeitung hier, als der kommende Mann dargestellt und in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung von heute ist dann auch die Rede von Gutenberg, die er zum Tag der Einheit gehalten hat, abgedruckt. Da werde ich sicherlich kritisch drauf kommen. Und nun wollte ich noch sagen, der Eulenspiegel, der hat ja Weihnachtsabonnements, man kann aber auch die Einzelhefte kaufen. Da habe ich heute gesehen eine bildliche Darstellung einer weiblichen Figur, so mit einem schönen Busen und so, und dann also hier Unterleib abgeschnitten und dann mit einer Sprechblase, und die sagt dann sozusagen in diese Richtung, die Richtung der Kamera, sagt, stecke deine Nase lieber in die Bücher. So, ich weiß nicht, ob es das jetzt bringt, aber also Eulenspiegel empfehle ich, zu Gutenberg empfehle ich nicht, Westerwelle erledigt sich von selbst. Vielen Dank für die Benutzung. Ahoi.